So, Kahaichi Tutorial, wie verlege ich Kabel und schließe eine Endstufe an. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Plus-, ein Minuskabel, ein Cinch-Kabel, Lautsprecherkabel, dementsprechendes Werkzeug und einen guten Kumpel, der Lust und Zeit dafür hat. Und jetzt erklären wir euch in ein paar folgenden Schritten, wie wir vorgehen. Nummer 1 ist, wir müssen das Pluskabel aus dem Motorraum, sprich von der Batterie, nach innen verlegen. Dafür hat eigentlich fast jedes Auto eine Gummimanschette, beziehungsweise eine Gummirosette im Motorraum, wo wir das Kabel vorschneiden. So, die erste Hürde ist genommen. Wir sind jetzt mit dem Pluskabel mit 10 Quadrat, was eigentlich ein kleineres Kabel ist, sind jetzt hier drinnen durchgekommen, durch die Manschette. Machst du Stopp? Ja, Stopp. Reicht. So, diese Länge müsst ihr mindestens übrig halten oder übrig lassen. Und jetzt haben wir das Pluskabel und sind hier im Sicherungskasten rausgekommen. Unser weiteres Vorhaben wird jetzt sein, hinter dem Pluskasten das Kabel zu verstecken und hier im Fußschweller lang zu gehen. Und dann kommen wir hinten weiter. Das zeigen wir euch gleich im Anschluss. So, jetzt haben wir das Kabel hier schön versteckt im Sicherungskasten. Jetzt sind wir hier an der Seite lang gegangen und kommen direkt hier raus und verstecken das Kabel jetzt hier. Ich zeige euch mal wie. Bei dem Polo ist das schön, da könnt ihr es einfach noch mal drunter klemmen. Bei BMW oder anderen Marken müsst ihr die Seitenschleuder dafür abbauen, was eine mühselige Arbeit ist. Aber besser wie manche andere Fuscher, die dann irgendwo außen lang gehen und so weiter. Das ist alles Käse. So. So, nachdem wir jetzt das Kabel hier durchgezogen haben, sind wir jetzt im Kofferraum rausgekommen. Wir haben es uns einfach gemacht. Achso, schieben wir hier den Schrottplatz weg. Und sind dann hier drüben drunter. Wir werden es dann hier hinten noch ordentlich befestigen. Wir haben es hinten lang gelegt. Sind hier unterhalb der Wandverkleidung lang gekommen und haben es jetzt hier durchgezogen, weil hier dann nachher der Endstufe angeschlossen wird und reingelegt wird. So, Part 2, über hinten die Masse festmachen, weil das machen wir erst, wenn wir die Endstufe kurz vorm Anschließen sind. Verlegen wir jetzt das Cinch-Kabel. Ja? Am besten geeignet sind die normalen Cinch-Kabel, wo ihr noch die Remote-Leitung mit drin habt. Die müsst ihr einfach nur hinten an eure Head-Unit anschließen. Rot für Rot, Weiß für Weiß. So. Und wenn wir das dann hier drin haben, was man sich auch ein bisschen schwerer gestalten kann, habt ihr euer Remote-Kabel. Die meisten von euch fragen sich, wo kommt das jetzt ran und was macht das überhaupt? Das Remote-Kabel ist dafür da, dass das eure Endstufe erst einschaltet, wenn euer ganzes Auto startet. Sprich, vom Radio aus zündet sich erst was bei der Zündung mit an und gibt erst dann Strom auf die Leitung. Und dafür habt ihr eigentlich bei jedem Radio unterhalb eine Beschreibung, wo ihr was findet. Ne? Wie ihr es hier seht, plus plus, also sprich rear rear, also hinten rechts, vorne rechts, vorne links, hinten links. So, dann habt ihr hier euer 12 Volt Dauer Plus, Masse, normales Zündungsplus und Remote. Und das dann am besten gescheit über ordentliche Quetschcam anschließen. So, jetzt haben wir den normal, wie wir es euch schon gezeigt haben, hier angeschlossen. Das ist dann unterhalb hinter der Verkleidung weg. Immer wichtig darauf achten, ihr müsst wissen, wo bei eurem Fahrzeug beziehungsweise bei eurer Marke Pluskabel langlaufen und Lautsprecherkabel. Ja. Weil da, wo Lautsprecherkabel langlaufen, immer Cinch langlegen und da, wo nichts ist, da Plus langlegen. Weil ansonsten habt ihr diesen super tollen Effekt, wenn ihr beides auf einer Stelle verlegt, dass es dann macht und das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Also wir haben es nochmal hier hinten lang verlegt, sind dann hier lang gegangen, kommen hinten wieder raus. Und wichtig, immer darauf achten, dass die Kabel sich möglichst nicht kreuzen. Ja. So, wie das dann angeschlossen wird, das erklären wir euch dann später. So, jetzt wichtig,
sodass wir jetzt alle Kabel bis aufs Massekabel gezogen haben, Sicherung setzen. Wichtigste Grundlage bei der Sicherung ist immer, wenn ihr nicht wollt, wenn euer Auto abbrennt aufgrund von sonst was, dass euch die Versicherung nicht einen Schuh draus bindet, müsst ihr immer diese Sicherung verwenden. Pfusch ist das, was der vorherige Besitzer von dem Auto gemacht hat, wenn man einfach zwei Kabel zusammen macht und dann hier eine Sicherung reinmacht. Das wird auch nicht lang sein, das werden wir gleich wegmachen, weil das ist Pfusch und Pfui. So, die Sicherung für die Versicherung. Die habt ihr meistens in solchen Komplettsets schon drin. Die gibt es übrigens schon für 25 Euro bei 10 Quadrat. Also lasst euch da nicht lumpen, nicht dass ihr mehr bezahlt bei irgendwelchen Ebay-Händlern oder so. Wichtigster Bestandteil immer die Sicherung. Immer checken, wenn irgendwas am System nicht läuft, erst Sicherung gucken. Genauso wie wenn ihr irgendwas austauschen wollt, Sicherung oder SAP oder irgendwas, immer Sicherung raus. So, wie die Sicherung gesetzt wird, das zeige ich euch jetzt im Folgenden. Dazu brauchen wir ein bisschen Platz. Wichtig ist, was für die Versicherung zählt, die Sicherung darf nicht irgendwo hinten gesetzt werden und nicht gleich vorne dran. Die Sicherung sollte immer 30 cm gesetzt werden. Ha? Dadurch, dass ich jetzt schon etliche Systeme installiert habe und außerdem ein gutes Augenmaß habe, weiß ich, so viel ist in etwa 10 cm. Also 10, 20, 30. So. Das heißt, wir machen jetzt bei 30 cm einen Cut. So, hier haben wir jetzt schon mal die Sicherung angeschlossen. Wie ihr seht, einfach nur im Bus aufgeschraubt, reingesteckt, erst Kappe drüber, dann reingesteckt, zugeschraubt, Kappe drüber, Affe tot. Dann auf den anderen habt ihr hier eure Endaderhülse, die dann folgenden hier an den Terminal rangeschraubt wird. Und dieses Gegenstück wird folgendermaßen, wie ich es euch schon gesagt habe, erst Kabel drüber gesteckt, dann jetzt mit Imbus verschraubt. So. Und dann, wenn wir fertig sind, wird einfach nur die Sicherung wieder reingesteckt. Aber das müssen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Und dann wird das Teil einfach nur drauf gesteckt. Und verschraubt. Noch mal ein paar Weisheiten für euch, wenn ihr jetzt anfangt mit ein paar Hi-Fi oder schon angefangen habt, aber nicht wisst, wo kaufe ich was, wie viel ist es noch wert. Am besten so wenig wie es geht über eBay. Über eBay habe ich schon so viele negative Erfahrungen gemacht, weil da werden defekte Endstufen verkauft. Endstufen, die, wenn ihr sie anschließt, auf einmal gleich qualmen, weil sie defekt sind. Das ist heiß. Einfach lieber Probe hören und von jemandem Bekannten oder Verwandten oder Freunden oder was auch immer abkaufen. Aber solltet ihr über eBay abkaufen, ein wichtiger Grundsatz ist immer der Preis. Und da ist es eigentlich immer so eine inoffizielle Regel, wenn eine Endstufe 1000 Watt hat, 1000 Watt maximale Belastbarkeit, ist sie 100 Euro wert. Weil ihr müsst immer rechnen, maximale Belastbarkeit durch 10. Das wäre zum Beispiel bei einer Ground Zero. GZ2350X mit ca. 1000 Watt maximale Belastbarkeit. 1000 durch 10 sind 100 Euro. Ne? Müsst aber nochmal 20% draufrechnen, damit ihr die Endstufe auch wirklich bekommt. Und zum Beispiel bei einer Sinus Live, die wir letztens gekauft haben, 600 Watt, müsst ihr wieder rechnen, 600 durch 10 sind 60 Euro. Also 60 Euro wäre dann okay dafür. Das ist eine offizielle Regel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Endstufe mit 2000 Watt euch kauft, dann kriegt ihr die nicht für 200 Euro, das ist klar. Ja. Und immer gute Markenprodukte, also Einsteigersachen sind zum Beispiel Car Power oder Bull Audio, Mac Audio. Sowas könnt ihr euch kaufen, habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was fürs Geld. Aber wenn ihr mal ein bisschen mehr Geld drauflegt und euch was Gebrauchtes holt, kauft Ground Zero, kauft Kicker, kauft Lanzer, kauft Sinus Live und so weiter, die ganzen guten Sachen. Ja. Dafür gibt es etliche Blogs im Internet, also nicht immer irgendwo einen neuen Thread eröffnen und fragen, hier Opel Corsa B, Baujahr 96, ich möchte mir Bum-Bum ins Auto basteln, was nehme ich jetzt da, das wurde schon 10-mal gefragt im Internet, einfach gucken, weil diese Fragen nerven auch irgendwann. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne hier meinen Channel besuchen und mich anschreiben, ich bin euch gerne behilflich.